So, hallo meine Lieben, willkommen bei diesem kleinen Review. Heute schauen wir uns etwas zum Thema Hobbits an. Und zwar hat mir Zombiezeit hierzu einiges geschickt, das ich euch im Zuge dieses Videos zeigen darf. Und zwar hat er hier einige Alternativmodelle, die Hobbits an sich in sehr, sehr gut darstellen. Die habe ich jetzt immer wieder schon in der 100-Punkte-Challenge gehabt. Jetzt zeige ich euch sie mal gesamt und vor allem, wieso ich sie großartig finde, um die Helden des Auenlands darzustellen. Daher schaut's rein, was jetzt auf euch zukommt. So, schauen wir mal in den ersten Teil der Hobbits. Da kommen ja noch einiges dazu. Wir haben noch inzwischen, seit ich das gekriegt habe, sind noch rausgekommen unter anderem ein alternativer Gandalf sowie Persönlichkeiten und Sheriffs. Aber was ich hier habe, sind Milizen, ein alternativer Bauer und Bogenschützen, die ich mir mit euch mal in unbemaltem Zustand anschauen möchte, damit ich das nämlich dann bemalt fortsetzen kann. Da habe ich verschiedene Modelle. Grundsätzlich sehen die Designs auf den Renderings ein bisschen plump aus, muss ich sagen. Ich bin gespannt, wie es dann im bemalten Zustand ausschaut. Wir haben hier vier Bogenschützen, die gedruckt auf jeden Fall schon mal interessant ausschauen. Wir haben zumindest sehr vielfältige Posen, was mir sehr gut gefällt, gerade für sowas wie Hobbits, wo man doch eine große Vielfalt an Modellen auf dem Feld haben möchte, einfach wegen der Anzahl, die man noch spielt. Wenn ich mir die so anschaue, glaube ich, könnte das gut werden, wenn die bemalt sind. Das finde ich immer schwierig, so an Renderings festzumachen, weil man natürlich Designs, die man drucken möchte, deutlich grober designen muss, als sie dann auf der Mini ausschauen, einfach weil das Rendering das halt auch nicht anders hergibt. Dann haben wir die 300, die mir sehr, sehr gut gefallen. Ich glaube, wir haben, das könnte so aus Richtung Boxer sein, schwer zu sagen, was es explizit alles ist. Der Bauer mit der Sense gefällt mir von der Pose sehr gut, weil sie, finde ich, ein bisschen die Szene im Film darstellt, wo er ihn so nach mein Gemüse, bla bla bla. Das finde ich eigentlich cool. Das gefällt mir sehr gut. Dann haben wir hier noch Milizen. Den finde ich halt sehr komisch. Einen Stämmer Halbling mit Schnauzer. Der Designer hat hier nicht bedacht, dass Halblinge, zumindest im Herr der Ringe, hätten keine Bärte wachsen. Der gefällt mir nicht, muss ich gestehen. Den finde ich fast zu lächerlich. Dann haben wir, den finde ich cool. Das ist die springende Pose über den Zaun mit der Axt. Also das ist so eine richtige Pose. Sehr einprägsam, meiner Meinung nach. Vom Ding her bin ich sehr gespannt, wie der dann effektiv ausschaut. Gefällt mir aber gut. Also das finde ich cool, das ist eine sehr dynamische Pose. Dann haben wir hier noch einen mit einer Axt und einem Helm. Schaut ein bisschen aus wie ein Footballspieler, weiß ich nicht. Und zu guter Letzt haben wir hier einen normalen Milizionär mit Axt. Dem ist der Fuß abgebrochen. Ja, den muss ich noch kleben. Aber sehr grundsätzlich schöne Modelle, mir gefallen die Designs eigentlich ganz gut. Ich bin gespannt, wie es bemalt ausschaut. Und das werden wir uns anschauen. Ich bemale die und die anderen natürlich auch, die noch kommen werden. Und dann arbeiten wir das Ganze durch. Teil 2 des Auenlands lässt grüßen, denn mich hat die zweite Lieferung von Zombiezeit erreicht. Und zwar geht es, wie ihr sehen kannst, um jede Menge Hobbits, die was vorher noch gefehlt haben. Und zwar sieht man hier wirklich alles, was das Herz begehrt, anders an dem Hobbit-Thema. Neben klassischen Kriegermodellen, das heißt hier zum Beispiel Sheriff-Alternativen, eher so Richtung eines Pickels. Hier dürfte wohl ein Beinchen abgebrochen sein. Ah ja, hier. Neben eines Pickels, der als Keule darstellen soll, haben wir hier eine Option der Sheriffs. Finde ich zwar grundsätzlich cool, wobei mir der Dude hier nicht so gut gefällt, weil der doch eigentlich einen Vollbart trägt. Aber die anderen finde ich hier sehr, sehr passend und ich bin gespannt, wie die sich zwischen anderen Landbütteln so machen. Zusätzlich gibt es jetzt eigentlich primär Helden, was ich sehr, sehr cool finde, weil man sich dadurch einiges von Forge World ersparen kann. Denn wir haben hier unter anderem ein Alternativmodell, das sich als Willy Weißfuß eignen könnte, eine mögliche Rosi Hüttinger, eine Lobelia Sackheim-Beutlin, ich nenne die jetzt einfach so, als was ich die als Alternativmodelle nehmen würde, und ein Bauer Cotton. Das heißt, wir haben hier eigentlich schon mal vier der gut spielbaren Helden, vielleicht bis auf Rosi, des Auenlandes, die man hier sehr, sehr schön einbauen könnte. Außerdem haben wir hier noch berittene Helden, ja, die gibt es hier auch, und zwar habe ich hier unter anderem ein Modell, das theoretisch ein
Sam sein könnte, mit Schwert, also Stich so in die Richtung, würde schon mal gut passen. Oder Merry, ich bin mir gerade nicht sicher, das Schild wird zwar eher für Merry sprechen, wobei ich glaube, Merry ist der Kerl mit Helm, denn wir haben hier noch zwei andere. Auf Pony hier haben wir den hier, das könnte Merry sein und der andere dann entsprechend Pippin und so hat man eigentlich dann schon mal einiges an Modellen. Wobei, nein, das ist glaube ich sogar zweimal der gleiche. Das ist zweimal der gleiche. Verzeihung, aber das ist Merry hier. Finde ich eine coole Sache. Kann man sehr, sehr gut dafür nutzen. Dann, was haben wir noch? Was bietet bietet das Online sonst noch an? Jawohl, wir haben hier noch Gandalf. Und das finde ich richtig cool, weil ich finde Gandalf auf Pferd ist eh so eine Sache. Das ist ein Modell, das mir schon lange in meiner Sammlung fehlt. Ein wunderschönes alternatives Zauberermodell auf Pferd mit Spitzenhut und seinen Stab im Ding. Der passt halt optisch wirklich, wirklich gut ins Auenland. Auch wenn ich mir überlege, ob ich den nicht nach Seestadt packe, weil in Seestadt spiele ich ihn, glaube ich, eher mal in der Form. Sonst haben wir hier noch einen alternativen Karren, was ich sehr, sehr cool finde, weil den möchte ich irgendwann, das wird wahrscheinlich nicht im Zuge dieses Videos passieren, weil es sonst zu eng werden würde, aber irgendwann soll der Karren in ein Diorama in Kombination mit einer der Häuserfronten vom lieben Lukas vom Bündnis der zwei Ms eingebaut werden. Das heißt, wir haben hier wirklich ein cooles Modell. Man hat hier theoretisch eine Variante mit Zipfelmütze, dass er nach Weihnachten passt. Sehr, sehr lustig. Und zu guter Letzt dann noch das Zu-Fuß-Modell mit seinem Schwert. Das ist ein bisschen gebogen, aber ist auch sehr weich gerade. Aber sehr, sehr cooles Modell. Einfach passt auch, ist ein bisschen die Pose wie in Moria. Finde ich eine ganz großartige Sache. Das heißt, wir werden uns jetzt mal das ganze Online hier genauer anschauen und ich zeige euch dann das Endergebnis. Im Zuge dieses Auenland Updates möchte ich mir auch gleich die Bits to Base der Taverne anschauen, weil man dachte, die passen eigentlich sehr, sehr gut auf Auenland Bases. Und zwar ist das ebenfalls eines der klassischen Sets von Zombiezeit, wo eben entsprechend nur Teile zur Base-Gestaltung bzw. Geländegestaltung drin sind, die einfach wirklich, wirklich toll ausschauen. Hier haben wir 70 Teile drin, die in einer eben sehr, sehr schönen Plastikverpackung kommen. Und die möchte ich mir mit euch jetzt mal anschauen. Wir haben hier Stapeln von Teller und ähnliches. Das heißt, dass wenn man eine Küche oder ähnliches gestaltet, passt das schon mal super. Säcke. Ein Brathuhn. Mehr Teller. Okay, ich weiß nicht ganz, wie das hingehört. Hier haben wir auf jeden Fall eine Jause, also eine Brotzeit, Körbe, Flaschen. Noch mehr Flaschen, 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 Flaschen. Hier zum Beispiel ein Töpf übereinander gestellt mit Käse drauf. Das finde ich halt richtig cool. Noch mehr gestapelte Teller. Mit hier oben einen, ich schätze mal, eine Art Kuchen soll das sein. Schau mal, ja genau. Dann haben wir hier diverse Amphoren. Auch sehr schön, Krüge, Becher, noch mehr gestapelte Teller, eine riesengroße Milchkanne, sogar zweimal hier, sehr, sehr lustig. Noch ein Huhn, noch Säcke, noch ein Fass, noch ein Huhn, noch mehr Käse, noch ein Huhn. Man merkt eine Tendenz zu Hühnern. Flaschen, 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 also richtig schön viel Zeug, mit dem man auch super eine Vorratskammer einrichten könnte. Noch mehr Brettjausen. Da freue ich mich ja jetzt schon passend, die Hobbit Bases zu gestalten. Das wird einfach richtig cool ausschauen. Hier noch ein Eimer, eine kleine Bank, also das passt alles wirklich optimal, gerade ins Thema Auenland. Und ich glaube, da wird ich den einen oder anderen von euch auch mit abholen können, warum ich das großartig finde. Das heißt, ich werde das jetzt ebenfalls in Form von Bases gestalten, damit das richtig, richtig gut zu den Hobbit-Modellen passt, die ich jetzt demnächst bemalen werde. Und dann werde ich euch up to date halten. So, nun habe ich die Hobbits zumindest so zu, ich sage mal, 98% fertig bemalt von Across the Realms gedruckt von Zombiezeit. Und ich muss sagen,
das, was die Rendering-Bilder falsch machen, weil die meiner Meinung nach wirklich grottenhässlich sind, machen die Miniaturen umso richtiger. Denn das, was gedruckt so lala, also was auf den Bildern so lala ausschaut, sind auf gedruckt richtig schöne Details, die man sehr toll anmalen kann, vor allem auch zum Beispiel mit Kontrastfarben, weil einfach das Ganze nicht zu feine Details für den Drucker sind, was ich sehr positiv finde, was man auch vor allem bei den Strukturen wie zum Beispiel Haaren sehr gut sehen kann und was dann auch sehr viel Spaß macht zum Bemalen. Für mich persönlich das absolute Highlight sind die alternativen Heldenmodelle. Weil gerade bei Hobbits finde ich sehr, sehr schwierig, dass hier so viel Forge-World-Modelle eigentlich dahinter sind und man vieles davon gar nicht braucht und eigentlich gerne mal testen würde, aber es nicht wirklich funktioniert und so weiter. Und da gibt es einfach hier eine Möglichkeit, wirklich super das Auenland zu ergänzen. Weil man muss eine Sache sagen, viele Helden will man dann eigentlich nur haben, um das Ganze zu vervollständigen. Und eine Auenland-Armee an sich von Games Workshop ist schon massivst teuer, für das das eine Massenarmee ist und alles aus Zinn ist. Und dann sind auch noch die ganzen Helden Forgeworld-Modelle oder zumindest die ganzen neuen spannenden Synergiehelden. Das finde ich sehr, sehr schwierig und deshalb finde ich das eigentlich eine wahnsinnig gute Lösung, weil die Modelle nicht abgekupfert ausschauen, weil es sind Hobbits, aber sie schauen wahnsinnig schön passend aus. Und das finde ich einfach richtig, richtig cool. Wobei das ein oder andere Modell schaut schon abgekupfert aus, muss man dazu sagen. Was kann ich mal so dazu sagen? Ihr werdet jetzt hauptsächlich positives Feedback hören, weil ich wirklich begeistert bin von den Posen und der Umsetzung und mir das Ganze wirklich gut gefällt. Klassisch, wir haben einen Merry mit auf Pony und zu Fuß mit einem Ritterhelm, also diesen Rohanhelm, den finde ich sehr passend. Der hat aber noch wahrscheinlich am ehesten diese comichafte, spielerische Designsprache in sich. Genauso der zweite. So, jetzt muss ich den da irgendwie wieder reinfutzeln. Aber ich denke mir einfach, wenn ich schon den grünen Drachen da habe von Marvin, muss ich den auch wieder mal zeigen. Genau, das ist der zweite, der ist zu Fuß. Aber auch hier zum Beispiel sieht man wahnsinnig schön die Haarstruktur, die ich vorher gesagt habe, die einfach wahnsinnig auch gut die Highlights zulässt, dass man hier was macht. Ich habe hier primär mit Kontrastfarben und Ähnlichem gemalt und es schaut einfach sehr schnell, sehr gut bemalt aus. Aber kommen wir zu den anderen Heldenmodellen, die wir hier haben, die mir sehr gut gefallen. Also der Bauer Margot ist ein sehr, sehr schönes Modell. Ich finde die Struktur des Hutes richtig cool. Da spricht auch die Qualität von Zombie-Zeit dafür, dass man einfach diese Struktur, diese Wabenstruktur, eine Strohhut sehr gut hat. Ich mag die Pose mit der Sense auf den Schultern. Das passt einfach richtig gut zusammen. Und das hat so diese Szene von runter von meinem Feld, das Lausbuben. Finde ich einfach super. Dann haben wir eine Rosi zum Beispiel, das ist ein Charakter, wo ich mir immer denke, ach, will ich mir den wirklich vom Forgeworld holen? Ich hatte sie noch nicht, ich hatte noch keine Rosi und ich finde die auch super passend, man erkennt sie sofort mit dem Chor, wie süß, also es könnte auch jeder x-beliebige andere Hobbit sein. Das heißt, das spricht halt sehr dafür, meiner Meinung nach. Dann haben wir theoretisch eine alternative Lobelia mit ihren Regenschirmen, wie sollte es anders sein? Ich mag diese resolute Pose mit diesem, das gefällt mir sehr, sehr gut und ich finde gerade mit dem Lila, das hebt das Ganze sehr gut ab. Mir gefällt das total. Also da habe ich wieder mal gemerkt, ich male sehr gerne Auenland an, auch wenn es eine sehr fitzelige Arbeit ist. Bauer Cotton ist ebenfalls ein Kandidat, den ich sehr passend finde. Wahnsinnig cooles Modell. Ich finde die Regeln sehr, sehr stark, die er hat im Spiel. Ich habe ihn, aber ich habe ihn noch nicht bemalt oder beziehungsweise zusammengebaut. Finde ich hier als Alternativmodell sehr, sehr schön. Den habe ich vom Lukas mal bekommen. Den sollte ich jetzt auch, das steht auch auf meiner To-Do-Liste von zu bemalenden Modellen, was das angeht. Dann habe ich hier einen Gandalf den Grauen. Ich finde, das ist bisher das schönste Gandalf der Grauen Modell, das ich als Alternativmodell gesehen habe. Habe ich für Seestadt genommen, weil dort brauche ich einen berittenen Gandalf. Irgendwann hole ich mir auch noch einen fürs Auenland oder baue mir den aus der Thorins Gemeinschaft um. Das würde mir eigentlich am besten gefallen. Ja, ist ein wunderschönes Modell meiner Meinung nach. Richtig cool, macht was her. Ich finde die Spielereien hinten mit diesen wandernden Zauberer, wo du einfach das ganze Sattelgepäck hast, richtig cool. Und auch die Pose mit der Schwertscheide und dem Ganzen zu Fuß macht meiner Meinung nach sehr, sehr viel her und ist ein großartiger Gandalf der Graue. Ja, das wären mal die Helden gewesen. Theoretisch hätte man hier noch dieses Modell hier. Das ist auch aus den Citizen, glaube ich, heißen es, also die normalen
Bewohner des Auenlandes oder so heißen die, den kann man entweder super als Willi Weißfuß oder als Paladin Tuck spielen, je nachdem, wie man es möchte. Ich glaube, der passt hier dazu beiden. Zu den eigentlichen Kriegermodellen noch zu kommen, das, was mir tatsächlich nicht gefällt, sind die Landbüttel. Die haben mir persönlich zu viel Bart. Für das, dass Hobbits eigentlich keinen Bart haben, haben die sehr viel Backenbart und ich finde auch diese die Keulen und Gehstöcke, was sie haben, gefallen mir persönlich nicht so gut. Da gefallen mir die der Originale einfach besser. Sind trotzdem schöne Modelle, aber nicht ganz so meins. Aber was ich wieder sehr cool finde, sind die Bogenschützen. Die haben eine sehr tolle Posenvielfalt, wobei ich gerade nicht weiß, wo der vierte ist. Ah, da. Die haben eine sehr tolle Posenvielfalt, sehr natürliche Posen, schauen optisch sehr, sehr schön aus und daher kann ich nur sagen, top, die sind super. Starke Bogenschützen. Die Bases habe ich zum Beispiel gemacht mit dem Tavernenset von Zombiezeit, deswegen auch sehr viel Essen drauf, sehr viele Milchkannen und sowas. Dann haben wir noch die normalen Hobbitkrieger und die Strongmen. Die Strongmen finde ich ein bisschen lustig, das ist eben zum Beispiel dieser Gewichtheber oder die Sportler drüben, sollen halt ein bisschen die Brandybox darstellen. Ja, die sind okay, aber nicht unbedingt der Mega-Burner. Die normalen Milizionäre finde ich da deutlich cooler. Die haben einfach auch dieses normal Hobbithafte. In Summe muss ich wirklich sagen, ist das Design sehr, sehr cool. Auch wenn die Rendering-Bilder absolut abschrecken, was ich total verstehe, weil sie wirklich nicht schön sind, umso mehr holen mich die Modelle an sich ab. Und daher würde ich einfach sagen, es lohnt sich wirklich bei Zombiezeit vorbeizuschauen und sich hier mal diese Hobbit-Modelle anzuschauen. Ich werde euch die unten verlinken. Ich hoffe, euch hat es gefallen und diese Modelle, was ich hier rausgeholt habe, schreibt mir das gerne in die Kommentare und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder zum nächsten Video und bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Tschüss!